So, da bin ich wieder hier im Game Studio Ordner. Da könnt ihr dann einfach hier bei Programme x86 müsst ihr dann drauf gehen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heißt. Bei mir heißt es jedenfalls immer so. Dann wieder der Game Studio 8 Ordner. Und dann bei Templates und dann Models, da sind jede Menge Sachen, wie zum Beispiel dieser Buggy. Aber ich glaube, der ist nicht so wirklich geeignet. Ich weiß es nicht. Kann man das Ding an? Ja, so kann man es auch drehen. Aber wir können es ja mal benutzen. Ne? Das sieht ja auf jeden Fall ganz lustig aus. Ich würde sagen, das nehmen wir direkt mal. Mache ich einfach mal Steuerung C und tu das hier mal rein einfach. Ich nenne das jetzt, also das erste nenne ich jetzt einfach mal K. Ach, wir haben die ja auch so benannt, da muss ich die Namen noch ändern. Dann mache ich das hier mal weg. Und das hier auch weg. Wir lassen die jetzt einfach mal bei den Namen. Dann wissen wir auch ungefähr, was das ist, weil mit K1, K2 und K3 kann man ja nicht wirklich was anfangen. So, was ist denn das hier? Mein Englisch ist wirklich extrem scheiße. Okay. Cube ist es nicht, Dumper wird es, weiß ich, vermutlich auch nicht sein. Wahrscheinlich ist es sowas. Ach, ich guck mal lieber alles rein, was ich nicht. Ach, guck mal, tatsächlich ist es nämlich sowas. Ich würde sagen, das tun wir auch mal rüber. Das ist ja ein ganz lustiges Auto, ne? Kann man auch mal als Special Auto nehmen. Tue ich einfach mal rein. Natürlich nicht nur ein Auto. Ach, komm schon so. Natürlich nicht nur ein Auto, sondern drei Autos, sondern ein bisschen mehr. Sollten wir ja schon haben. In einem richtig guten Autospiel gibt es ja nicht nur eins. Das ist bestimmt auch ein Auto. Nein, so gut. Dafür reicht mein Englisch dann doch noch aus. Explosion. Gibbet. Health. Hier Laser. LB. Bla 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 bla. Ich hoffe, hier gibt es überhaupt noch ein paar. Ansonsten kann man auch im Internet ein bisschen suchen. Da gibt es teilweise auch Modelle. Die kosten dann aber manchmal was oder so. Ich gucke jetzt erstmal hier noch weiter. Plattform Player wird vermutlich kein Auto sein. Alien nehme ich an, auch kein Auto. Also ich bin mir nicht sicher. Eventuell ist Alien auch ein Auto, aber eher unwahrscheinlich. Was ist das hier? Ach cool. Das ist zwar ziemlich cool, aber können wir leider nicht benutzen. Nicht als Auto zumindest. Und das hier? Leider auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Von Autos, die wir hier so finden. Ich gucke jetzt noch mal gerade ganz kurz im Internet, ob ich da auch irgendwelche finde. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder hier auf einer super Seite. Terminal26.de heißt sie. Und da gibt es ein paar Autos, die doch ganz hilfreich sind. Ich glaube, das haben wir schon. Das wäre auch ganz lustig, weiß ich aber nicht, ob wir das benutzen können. Dann gibt es noch eine zweite Seite, sehe ich gerade. Ja, das ist bestimmt auch ein Panzer, den kann man bestimmt super benutzen. Naja, ich schaue mal, ich lade die einfach mal alle runter. Dazu muss man sich allerdings anmelden. Deswegen, das mache ich dann gleich. Und deswegen lade ich die jetzt einfach mal runter. Ich wollte euch nochmal zeigen, wo ihr auch so Modelle finden könnt, falls ihr auch mal welche sucht. Also nochmal, bis gleich. So, da bin ich wieder bei meinen Ressourcen und da habe ich jetzt mal einfach ein paar Autos reingepackt. Und ich wähle die jetzt einfach mal gerade aus. Ist natürlich immer ganz gut zu wissen, wenn man noch. Ne, das bestimmt nicht, aber ich glaube, das hier war noch was. Hätte mir mal die Namen merken müssen davon. Das hier war, glaube ich, auch ein Auto. Und das hier nehmen wir einfach auch mal. So, kopiere ich mal gerade hier rüber. So, zack. Gucke ich mir jetzt nochmal vorher an. Ja, das ist tatsächlich jetzt ohne Textur. Na, das ist ja ganz toll jetzt. Oh Mann. Das wäre dann auch noch eins. Das hier auch. Und was ist das da drunter? Nee, das ist nochmal das gleiche. Das heißt, das können wir löschen. Leider ohne Textur jetzt irgendwie alles. Die muss ich gleich nochmal da drauf packen. Wo ist denn der tolle Panzer? Den habe ich auch runtergeladen. Der ist nicht da. Na gut, kann auch sein, dass es nicht bei allen geklappt hat. Was war das hier? Hier sind die nämlich texturiert, weil hier auch die Textur mit dabei ist. Die muss man mit drüber packen oder so, keine Ahnung. Das wäre das zweite Auto. Hatten wir nicht, da gab es dann noch so ein drittes Auto, oder nicht? Das ist es. Ja, das haben wir ja schon. Eieiei. Kompliziert, kompliziert. Forester. Ah, das war noch so ein Auto, ne? Genau. Was hatten wir hier noch? Robert bestimmt nicht. Ne, das ist irgendwas anderes.
Und dann das hier noch, ne? Das war auch genau. Sieht ganz nett aus. Ach doch. Und das ist nochmal mit einer anderen Textur tatsächlich. Fällt dann natürlich nicht auf, wenn es ohne Textur ist. Ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal mit Textur rüberziehen. Das heißt, wir wählen jetzt nochmal mit Textur aus. Oder wir wählen einfach nur die Texturen aus. Reicht ja auch. Forester. Wo sind die Autos? Auto 1 und wo ist die Textur von Auto 2? Das ist aber komisch, die ist nicht da. Kopiere ich erstmal das hier rüber. Es wird ein sehr durcheinander. Aha, sehr schön. Auto 2 ist ebenfalls texturiert. Dann der Buggy hat auch eine Textur, sehr wunderschön. Dann unser Standardauto Dumper. Auch wundervoll, einfach echt einfach toll. So, bei dem hat es jetzt nicht geklappt. Da müssen wir jetzt Object, Manage Skins und dann Skin Editor. Nein, nicht Skin Editor. Skin Settings und dann hier bei Texture File. Da müssen wir dann jetzt einmal hier auf. Wo ist denn das jetzt? Let's make a little car game. Maps. Und dann einmal. Warum ist denn das jetzt nicht da? Ach so, richtig. Nee, doch mal. JPG, ne? So. Oh, falscher Knopf. Ach, das können wir auch mal wieder schließen hier. JPG geht jetzt natürlich wunderbarer. Ah, doch hier. JPG. Forester. So. Set Skin noch einmal zur Sicherheit. Einmal auf Speichern. Da hätten wir auch für den was. Hier, das können wir auch mal gerade wieder schließen. So, das heißt, den Forester hätten wir jetzt, ne? Genau. Und dann das hier haben wir auch. Ja, ist doch eigentlich alles klar, oder? Haben wir kein Auto jetzt irgendwie? Auto 2 war texturiert jetzt automatisch irgendwie. Ne? Ja, auch merkwürdig, weil wir da unten ja keine Textur dafür hatten. Aber das hat ja jetzt dann irgendwie zum Glück doch noch geklappt. Naja, dann ist es ja alles klar. Muss ich jetzt mal gerade gucken, wie wir die Modelle aufrufen. Da haben wir, glaube ich, hier Funktionen für nCreate. Genau. Das heißt, die werden ja doch nicht mehr hier im. Na? Falsch. Kann man mal wieder schließen. Die werden ja doch nicht mehr hier bei diesen Dateien mit ein aufgerufen, sondern die werden bei im Skript inkludiert. Das heißt, wir können die mal gerade einfach alle nehmen. Natürlich mit Textur, ne? Sonst funktioniert das wieder alles nicht. Und packen das einfach mal alles jetzt, was irgendwie was damit zu tun hat. Packen wir mal mit rüber. Steuerung X tun wir zu den Modellen, damit es auch alles ein bisschen geordneter ist. Hier, so. Dann haben wir das alles hier. Hier ist dann das die Welten, die Strecken, die verschiedenen. Und hier haben wir die verschiedenen Modellen. Modelle, Modell, was sagt man, keine Ahnung. Doch, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, und ich würde sagen, die müssen wir jetzt mal inkludieren. Das können wir mal auch irgendwie anders nennen. Das ist ja jetzt nicht der tolle Name für so ein Ding. Es ist zwar kein Panzer wahrscheinlich, aber wir nennen es jetzt einfach mal gerade so. Weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und nicht weiß, wie man das Ding nennt. Und deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Panzer. So. Irgendwo war auch noch ein Panzer, den habe ich jetzt aber irgendwie halt vergessen. So, funktioniert immer noch, obwohl ich das geändert habe. Manchmal das P auch klein, weil das da überall klein ist, so ein bisschen, ne? Hier auch noch. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber ich mache es halt, ne? So. Dann. Und jetzt können wir mal einmal hier sagen, haben wir verschiedene Modelle. Das heißt, wir machen einmal K1, dann hat das andere den Namen. Obwohl, der heißt ja gar nicht mehr K einfach. Wir machen es jetzt mal in der Reihenfolge. Das erste heißt Auto 1. So, oh, habe ich die Feststelltaste aktiviert. Auto 1. So, das zweite heißt dementsprechend Auto 2. Das dritte heißt K, müsste das, glaube ich, das dritte sein, ne? Ne, Buggy kommt noch vorher. Machen wir alles schön geordnet hier. Ausnahmsweise kommt ja sonst nicht vor.